Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde mit meinem Paladin. So, wir haben ja letztes Mal hier beim König aufgehört. Und da wollte ich jetzt weitermachen. Wir gehen mal wieder hier hoch. Da müsste eigentlich die Sequenz gleich wieder losgehen. Mein König, ihr seid in großer Gefahr. Ich sehe Feinde nahen, die den Thron für sich beanspruchen. Sie sind fast beim Kriegshafen der Rastari. Wir sollten uns nach Sanchul zurückziehen, solang's noch geht. Habuto, Solani, ihr und die Stimme der Horde sichert den Kriegshafen. Heute wird nicht der letzte Tag meiner Herrschaft sein. Alles klar, haben wir noch eine Quest vom König? Seid ihr ein Raubtier oder Beute? Ein Hafen in Not. Eine Gruppe Mogu hat sich im Kriegshafen der Rastari breit gemacht und ruht jetzt damit, in meine Stadt vorzurücken. Man könnte meinen, Sul hätte seine Haustiere nicht mehr im Griff. Dieser Hafen ist für unsere Kriegsflotte unentbehrlich. Wenn diese Rohlinge Erfolg haben, wird Sulazar fallen und es wird keine Flotte mehr geben, die eurer geliebten Horde helfen könnte. Ihr wollt eure Verbundenheit mit Sandralari beweisen? Dann trefft mein Schild und meine Klinge am Hafen und bringt die Lage wieder in Ordnung. Alles klar. Resan verleiht euch Stärke. Jetzt laufen wir wieder los, bevor der wieder den Text nochmal abquatscht. Die beiden, die gerade losgelaufen sind, mit denen sollen wir uns normalerweise treffen. Schauen wir mal. Ach, die Fahrstuhl kommt genau richtig. So, da haben wir noch ein bisschen Müll abzugeben. So, wir sind ja letztes Mal 120 geworden. Das heißt, wir haben schon einiges geschafft mit ihm hier. Bevor wir aber, weil wir müssen ja für die Quest dahin, werden wir einmal zum Hafen runterfliegen und bei Nathanos Abstecher machen, damit wir die Quest zur Freischaltung der Weltquest bekommen. So, sprecht guten Tag. Los. Und dann gehen wir mal hier runter. Wenn man so guckt, wir haben ja mit dem Paladin Boldun fertig. Soweit, hier ist noch ein Stück. Wir waren ja in Nasmir. Und wir müssen jetzt eigentlich nur noch das hier durchmachen. Na, mit dem hier waren wir ein bisschen schneller durch. Mit meinem Schamanen haben wir noch einiges zu tun. Wir müssen ja auch noch auf der anderen Seite was tun. Nur, ich würde ganz gerne vorher die Weltquest noch freischalten mit ihm hier, damit er auch die Möglichkeit hat, die Weltquest zu machen. Wisst ihr? Das wäre mir halt ganz wichtig. Oh. So. Theoretisch könnten wir mit dem Schaden auch die Kriegsfront machen. Am Mittwoch gibt es ja schon die neue. Ich würde aber auch ganz gern mit dem Paladin noch die alte machen. Das heißt, wir müssten die Hallo Kamera. Naja, meine Maus spinnt ein bisschen. Das heißt, Paladine, so würde ich das halt nochmal machen. Nur halt diese Prä-Quest, die man sonst hat, die haben wir jetzt gerade nicht. So, wir sind jetzt bei 36% schon beim Sammeln. Ne? Und normalerweise steht ja auch hier, diese Portallehrerin, normalerweise steht ja hier auch ein Portal, wo wir zum Aradila-Hochland hinkommen. Ne? Ich meine, man kann auch zum normalen Reisen, das ist quasi das gleiche. Es gibt halt nur Phasing. So, ich würde sagen, wir gucken mal kurz hier rein. Wir haben aktuell nur einen Ruf. Den nehme ich aber gleich mal mit. Meine Klingen sind bereit. Oh, ja. Kann ich sie alle? Ja. Die Jagd beginnt. Wenn nämlich bei der Kriegsfront, wenn wir nicht gerade sammeln, sondern die Quests haben, die solltet ihr immer noch mitnehmen. Ich habe die jetzt, bevor die umgeschlagen sind, mit der Hexe noch alle mitgenommen gehabt. Und hab da echt ordentlich Ressourcen mit abgesahnt. Fallt mir nicht auf die Nerven. Ach, guck mal hier. Ersatzteile. Das sind jetzt alles Quests für drüben. Ich kann die trotzdem mal vorlesen. Ein Ingenieur wurde in der Steinfaustwache stationiert, um eine Verschrottungsmaschine zu konstruieren. Die Mission zur Bergung von Material für die Maschine war dank eurer Führung ein voller Erfolg. Macht euch auf den Weg zur Steinfaustwache im Tiragadesund. Und trefft euch mit Griffsack Kolmu. Er hat die Aufrüstung des Außenpostens überwacht. Na, da können wir jetzt die einzelnen Quests annehmen.
Ein Etting wurde von unseren Truppen an der Steinhauer Wacht eingefangen, nicht eingelangt. Offenbar wurde die Kreatur als Lasttier für die Horde ausgebildet. Macht euch auf den Weg zur Steinhauer Wacht und trefft euch mit Wiener Briesenhorn. Sie hat den Etting abgerichtet, damit er ihr gehorcht. Ah, ich weiß genau, welcher das ist. Der läuft mit uns durch die Gegend. Weidenmagie. Scheinbar haben die Druiden an der Flinkwink-Station viel aus den uralten Drust-Ritualen gelernt. Meine Güte, heute Morgen ist Lesen echt schwer. Die ihr wiederentdeckt habt. Die Druiden können nun verbesserte Dienste am Außenposten anbieten. Macht euch auf den Weg zur Flinkwink-Station in Drustwar. So, jetzt kommt hier die Kampagne. Die Vereinigung von Zandala. Das Volk von Zandala ist vielseitig und äußerst fähig. Solange es der Horde treu ist, hat die Allianz keine Chance, uns aufzuhalten. Jetzt kommt die echte Arbeit. Wir schalten die Weltquest frei. Jawohl. Und wir kriegen jetzt erstmal die Endmission. Brechen der Moral von Kultiras. Unsere Partnerschaft mit den Zandalari dürfte bald gesichert sein. Es hat zwar etwas länger gedauert als erwartet, aber bei solchen Angelegenheiten ist es eben manchmal so. Leider scheint die Allianz fest entschlossen zu sein, sich ihrer eigenen Seestreitkraft zu sichern, und das dürfen wir nicht zulassen. Wenn ihr soweit seid, hissen wir sofort die Segel und nehmen Kurs auf Tiragardesund. Segel zum Tiragardesund. Alles klar, ich habe die dunkle Fürstin. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal. Grüße! Ach, guck mal, schon fertig. Wir müssen aber erstmal Insel haltet machen, um weiter skillen zu können. Mit dem brauche ich nicht reden. Das heißt, wir segeln jetzt einmal nach Tiragarde. Die Außenposten haben wir ja soweit alle fertig. Wir können halt nur diese Verstärkungen immer wieder anfordern, die dann auch in den einzelnen Lagern, die wir dann noch zusätzlich holen, weil wir haben ja mehr als einen Flugpunkt da drüben, ausbauen können. So, wir sind hier oben. Ich glaube, das haben wir letztens im Stream erst gemacht. Nathanos. Brechen. Nathanos, schaust zuerst euch und dann den Rest der Gruppe an. Wir machen doch keinen allzu verdächtigen Eindruck, oder? Überhaupt nicht. Ins Herz von Tiragarde. Der erste Schritt besteht darin, eine geeignete Einsatzbasis zu errichten. Zur Not tut es auch eine Piratenhöhle, aber ich glaube, dass der Kriegshäuptling erwartet etwas Besseres von uns. Teilen wir uns auf und stoßen wir tiefer ins Landesinnere vor, und zwar in Richtung Westen. Haltet die Augen nach etwas Unauffälligem auf, das sich gut verteidigen lässt. Trefft euch mit Tatanus und Liliam im Zentrum des Tiragardesundes. Lasst euch nicht töten. So, wir werden dafür sorgen, was? Dass die Kultiraner es sich in Zukunft gut überlegen, sich gegen die Horde zu stellen. Na gut, dann wollen wir mal. Auf zu neuen Lagern. Wir reiten jetzt einfach mal hier rum. Ne? Das Lager ist da. Ach, guck mal, überall Weltquests da hinten. Ja, die Weltquests sind natürlich auch nicht mehr lange. Ich glaube, die resetten um 8, 9. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich nehme ja meistens, wenn ich hier lang laufe, das ist die Gießerei hier. Das Wassermount, weil wir müssen eh übers Wasser. Och, Kraut? Erz. Ich wollte gerade sagen, kein Kraut. Na? So, und das nächste. So, wir machen einmal hier um die Aschewindgießerei im Bogen. Und werden hier unten übers Wasser laufen. Nachdem wir uns natürlich das Platin geholt haben. Schrecklich, wa? Die kommt nie drüben an. So viel Erz unterwegs. Was muss, das muss. Wir brauchen das. Da ist noch mehr Erz. Das hole ich mir auch noch. Oh Gott, da hinten ist auch noch welches. Ah, das holen wir uns dann jetzt nicht. Ich laufe jetzt erstmal weiter. Oder? Komme ich da dran? Ohne dass die mich hier alle verfolgen? Ja, das geht.
Wir müssen nämlich da hoch. So. Das sieht auch irgendwie komisch aus, der Weg, aber man kommt da locker hoch. Ne? Also hier... Am Anfang bin ich hier auch manchmal anders gelaufen. Man kann hier auch anders hochlaufen. Ich laufe immer hier hoch. So. So, hier ist der Außenposten. Jetzt müssen wir nur einmal hier rumlaufen, weil... Unsere Kollegen stehen nämlich nicht an der Ecke hier vorne, sondern an der anderen. Da vorne steht Nathanos, wie ihr sehen könnt. So. Von dem kriegen wir jetzt die nächste Quest. Hallo. Fasst euch kurz. Lilian. Nathanos wirft einen Blick um die Ecke auf das Lager der Raubbeine von Kutiras. Das wird ausreichen. Hier sind wir erstmal erstens gut im Wald versteckt und zweitens scheinen die Einheimischen nicht sonderlich heile zu sein und sollten sich leicht überlisten lassen. Ich heile Helle. Unser Berg. Schiff, kümmert euch um diese Raubbeine. Sie mögen sich ja für harte Kerle halten, aber eine Kostprobe eurer unverkennbaren Hornbrutalität dürfen sie ganz schnell in die Flucht jagen. Legen, ihr kundschaftet die Gegend aus. Wir müssen wissen, ob es in der Nähe irgendwelche Bedrohungen gibt. Waldläufer sichert das Gelände. Wir treffen uns dann im Lager der Raubbeine, wenn Chifu mit ihrer Arbeit fertig ist. Alles macht klar, können wir machen. Nützlich. So, ich muss jetzt hier aufräumen. So, Lilian. So, komm mal heran hier. Oh. Das war einer zu viel. Oder war einer zu weit hinten eher. Egal, kriegen wir trotzdem hin. Machen wir schon. Nee, kriegen wir schon. So, Nummer 1 liegt. Jetzt der nächste. Ach, Lady. Tut das Not. Werde ich doch nicht so. Ah, krieg doch schon ein bisschen auf die Nase, ne? So ein bisschen. So, essen wir nochmal was. Hier, das Sturmsilbererz habe ich echt eine Menge, ne? Aber das andere. Naja. Gucken wir mal. Den habe ich noch. Den habe ich noch. Ach, ich habe auch Dietriche. Ja, damit habe ich aber halt geskillt am Anfang, ne? Spielt halt. Haben wir ja früher auch mit dem ganzen Kleinkram. Aber manchmal braucht man die ja auch, ne? Gerade hier zum Beispiel in Toldagor, das Haustier. Wenn man da rein will. Auf Mythisch. Da muss man ja auch die Tür knacken. Warum mache ich ein AOE, wenn ich nur noch einen... Weil ich die immer mache, ne? Irgendwie. So, Madame Licht. Na komm, die nächsten. Das wird euch leid tun. Nö. Nö. Ich denke nicht. So. Ah, jetzt haben sie beide eingekriegt, ne? So, Nummer 1. Die brauche ich jetzt noch. Das ist Nummer 4. Zack. Noch ein bisschen heilen. Wir brauchen jetzt noch 4 Stück. Kriegen wir hin. Uschi, komm mal ran hier. Kommt der Typ auch? Nee. Ich hätte jetzt erwartet, dass er mitgelaufen kommt. Naja, wir haben auch hier. Also beim letzten Mal standen hier 2 Frauen. Glaube ich, wo ich mit der Hexe das gemacht habe. Ja, komisch, ne? Aber ich finde es ja gut, dass die NPCs nicht immer. Nicht immer die gleichen NPCs überall rumstehen. Wir müssen übrigens noch eine ganze Zeit auf die neuen Klassen hier warten. Aber ärgert mich schon, dass ich auf den Zwerg noch ein bisschen warten muss. Dadurch, dass ich ja mit der Allianzseite noch lange nicht so weit bin. Und mir jede Menge Ruf noch fehlt. Nehmt zwar immer die Ruf-Icons bei den Quests, bei den täglichen. Aber solange ich die Weltquest nicht freigeschaltet habe, wird sie wahrscheinlich nicht so schnell. Ah, hätte mir wenigstens noch looten lassen können, Mensch. Das Lustige ist, man kann den Flugmeister unterwegs schon anklicken. Lager um und nicht. Nick, das wird ausreichen. Bewegung. Was gerade passiert hat, scheint die größte Bedrohung in dieser Gegend zu sein. Gut, dann wird es für.
wird sie unser Ziel. Okay. So, erstmal Nathana. Was wollt ihr? Gemütlich einrichten. Blockhütten müssen zur Not reichen, aber wenn wir hier einige Zeit verbringen wollen, können wir es uns auch bequem machen. Die Raufbolder haben uns reichlich Holz und Nahrung hinterlassen, aber wir brauchen Segeltuch und Ketten, um vernünftige Zelte und Banner der Verlassenen aufzustellen. Brunnhafen macht einen recht plünderungswürdigen Eindruck, nicht wahr? Besorg Kettenstücke und Segeltuch. Denk dran, es ist eine sehr große und gut schützende Siedlung, bleibt am Rande des Stadtfeuers. Okay, mach ich. Meine Klingen sind stets gewetzt. So, wir müssen den Kultiranern zeigen, was es bedeutet, sich der Horde zu ver... Ihr scheint euch mit der Horde arrangiert zu haben. Anscheinend hatten meine Fertigkeiten die Aufmerksamkeit der Mächtigen erregt. Ich wurde gewissermaßen rekrutiert. Versteht ihr, was ich meine? Verzeiht, trotz meines Berufs gehört die Subtilität nicht zu meinen Stärken. Aber dennoch erkenne ich eine Gelegenheit, wenn ich sie sehe. Welche Art von Gelegenheit? Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass Sylvanas diesen Krieg dazu nutzen wird, noch mehr Verlassene in diese Welt zu bringen. Meine eigene Verwandlung war schwierig. Ich musste viel verarbeiten, hatte viele Rechnungen zu begleichen. Ich habe nicht alles davon hinter mir gelassen, aber ich verspüre auch ein gewisses Verantwortungsgefühl, den frisch Erweckten dabei zu helfen, sich mit ihrer Situation zurechtzufinden. Ich kann ihnen vielleicht die Schmerzen ersparen, die ich ertragen musste. Und was ist mit der Allianz? Als ich noch lebte, wurde mir der Hass auf die Untoten anerzogen. Ich wurde dazu ausgebildet, sie zu vernichten. Und als ich dann eine Verlassene wurde, hasste ich mich vor allem selbst. Doch nun erkenne ich, dass es die Allianz ist, die diesen Hass nährt. Die Königreiche der Menschen verabscheuen ihre einstigen Brüder und Schwestern, weil wir sie daran erinnern, was sich unter der fleischlichen Fassade verbirgt. Es wird Zeit, ihren Kreislauf des Hasses zu durchbrechen. Die Allianz verdient es zu fallen. Bleibt wachsam. Starke Worte. So, dann wollen wir mal weitermachen. Untersuchung von Brunnhafen. Wenn ihr schon in Brunnhafen seid, könntet ihr euch ein wenig nach Informationen umhören, die für uns nützlich sein könnten. Ihr werdet überrascht, was man alles erfahren kann, wenn man schweigt und nur den Leuten zuhört, die denken, dass sie alleine sind. Spielen wir die Leute aus. So, sagst du mir auch noch was? Oder kann ich los? Ich glaube, ich kann los. Na gut, wir gehen jetzt nach Brunnhafen. Ne? Da unten. Und werden einmal die Gegenstände holen, die wir holen sollten. Und werden die Leute ausspielen nehmen. Müssen wir mal gucken. Ich denke mal, der ein oder andere wird hier noch... Na, es steht noch eine in der Tür rum. Die hat mich ja letztes Mal auf der Hexe auch nicht gesehen, weil ich genau hier stand. Aber wenn ich hier hingehe, dann kommt sie raus, genau. Ach, Lady. Wärst du einfach weggegangen. Witz. Wir hätten uns das jetzt hier erspart. Ups. Falsche Taste. Ist hier noch einer drin? Nee, ne? So. Bin ich froh, dass wir heute hier draußen eingesetzt werden. Kapitän Stein wirkt irgendwie... Hab gehört, das hat den ganzen Kisten zu tun, die wir von Aschewind bekommen haben. Können Sie das nicht mit Worten verkleinen? Dann würde ich nicht so stottern. Mein Gott. So, hier meine Wache. Die muss auch weg. Weil wir müssen hier da runter. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich bin letztes Mal auch hier direkt runtergesprungen. Weil hier unten, glaube ich, auch noch Sachen liegen. Hier hat irgendwas da, genau, das Schiffchen. Das Schiffchen. Denn hier ist eine Kiste. Da ist eine Kette. Da ist noch eine Kette. So. Dann gehen wir nämlich erst hier ans Boot. Jetzt falle ich erstmal ins Wasser. Kann ich wieder nicht sammeln. So. Nächste Stelle. Sind die Schießpulverlieferungen aus der Aschewing-Gießerei da? Ja, Captain. Na, dann ladet sie aufs Schiff. Diese Sprengstoffe sind eine Gefahrenquelle. Schon dabei, Kapitänin.
Was wollen die mit diesem Sprengstoff? Oh, hi. Naja, das ist wieder ein Timing, ne? Komme ich genau um die Ecke, wenn sie gerade da ist. Mädchen. Und tschüss. So. Ketten. Haben wir fertig. Brauche jetzt nur noch Segeltuch, ne? Ah, falsch. Wir wollen ja Wassertiere. Hui. Das ist ein Briefkasten. Ob ich den benutzen kann? Ich denke nicht. So. Ja, bleib oben. Und der letzte. So, eine steht hier, glaube ich, noch da. Dass die immer hier rumstehen, ne? Als wenn die nichts zu tun hätten. Da ist immer noch ein Kasten hier um die Ecke. Kann ich nicht benutzen. Ich würde den gerne benutzen. Meinen ganzen Krempel mal wegzubringen. So, und jetzt? Vorsicht, John, wenn ihr mit dem Schießpulver nicht aufpasst, verliert ihr noch eine Hand. Was? Das ist eine Bombe? Ich dachte, das wäre eine Avocado. Aha. Aber wenn die sich hochsprengen, brauche ich das nicht mehr machen, ne? Oder? Was sagt ihr dazu? Wäre ja so. Wenn die das erledigen, brauche ich jetzt nicht mehr. Aber nein, aber nein. So. Komm, geh hoch. Geh hoch, geh hoch. Ach Gott, wir sind hinterm Haus. So, guten Tag. Na dann los. Raus damit. Hat Bro nicht etwas mit Brücke zu tun? Bei einem Namen wie Bronnhafen gehe ich davon aus, dass die Stadt ein Umschlagplatz für viele Vorräte ist, die nur darauf warten, geplündert zu werden. Ja, hier. Dafür sorgen, dass die Waldläufer sofort mit der Arbeit beginnen. Alles klar. Bewegung. Was verlangt ihr? So, Sprengstoff in der Aschewindgießerei. Diese Informationen können wir mit Sicherheit verwenden. Gut gemacht. Es klingt so, als ob diese Kapitän in Stein auch eine große Nummer ist. Es wäre doch schade, wenn ihr etwas zustoßen würde. Sprengstoff in der Gießerei. Aber am meisten interessiert mich dieser Sprengstoff. Trefft euch mit mir in der Gießerei östlich von hier. Ihr seid wahrscheinlich auf eurem Weg zum Raubhafen hindurchgekommen. Alles klar. So muss mit Lillian treffen. Sagt die noch was? Nee, die sagt nichts. Die haut einfach ab. Wow! Ich wollte jetzt nicht einfach runterspringen. Hui! Hui! Ja. So, über die Brücke gehe ich jetzt nicht. Weil da läuft ja eine Wache. So, wir werden jetzt hier lang. Und da oben ist ja gleich Lillian. Ja, diese Kampagne geht ein bisschen länger. Aber das macht ja nichts. Ne? Wir haben ja Zeit. So, hier ist die Gießerei. Ich lebe in den Schatten. Zeig euch den Stapel Kisten in der Nähe. Meint ihr, die sind voller Sprengstoff? Natürlich. Hochexplosiv. Ich will eure Zeit nicht verschwenden. Wir sollten ganz sicher gehen, dass sie das sind, wonach wir suchen. Hier, nehmt die Fackel und werft sie hinüber zu den Kisten. Wenn sie explodieren, wissen wir, was als nächstes zu tun ist. Alles klar, Lea. Maima. So. Und plumps. Meine Klingen sind stets gewetzt. So, ich schätze, wir haben unser Schießpulver wohl gefunden. So, jetzt haben wir drei Quests. Munitionsbeschaffung. Als erstes holen wir so viel Schießpulver wie nur möglich. Stellt euch das Entsetzen in den Augen der Kultiraner vor, wenn sie erkennen, dass die Horde ihre eigenen Waffen gegen sie verwendet. Stellt es euch vor, Chifo, die jetzt auch werden kurzglasig und ihre Mundwinkel verziehen sich zu einem schwachen Lächeln. Das ist Spaß. Schießpulverforschung. Ich schätze, bevor wir das hochexplosive Schießpulver der Kultiraner stehlen, um es gegen sie zu verwenden, sollten wir lernen, wie sie das Zeug herstellen. Besorgt die Formel. Für eine Handvoll Chaos. Für eine Produktionsanlage ist sie ganz schön gut verteidigt, oder? Lillian zuckt mit den Schultern. Ich schätze, wir werden sie wohl töten müssen. 15 Mitarbeiter töten. Alles klar. Werden wir tun. Das Schöne ist, die sind gelb.
außer man greift natürlich einen an, dann sind die anderen, aber gelb sind sie trotzdem. Und die halten auch nicht besonders viel aus. Die gelben. Zack. Na. Huch. Das ist aber ganz gut, weil so kann man sie wenigstens schnell aus dem Leben lassen. Und es dauert nicht so lang. Hallo. So, ist Reiharbeiter. Kommt, Jungs. So, und den du auch noch. Tschüss. Ja, da waren's. Die ersten fünf schon mal kaputt. So, da oben ist eine Kiste. Ich laufe meistens immer da hoch. Obwohl ich eigentlich auch da lang laufen könnte. So, die hier dauern ein bisschen länger. Ja, die Wachen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ja, sind ein bisschen steif. Die sind ein bisschen steif. Hätte auch nur ein Auge, ne? Augenklappe? Ich glaube ja. Ja. Ich freue mich schon, wenn wir die selber auch so machen können. Da hätte ich Spaß dran. So, gucken wir mal kurz. Ist hier irgendwas drin? Nee. Da ist nichts. Da wäre eine Kiste. Hier müsste auch eine Kiste sein. Ja. Und da ist eine Kiste. Ah, nehmen wir die auch gleich mit. Kommt der andere nicht mit? Nö. Na dann. Machen wir erst den hier. Und dann gehen wir zu ihm. Hier, diesen Haken, den er da als Arm hat, den hatte ich mit meinem Schamanen auch sehr lange. Diese Waffe. Sieht eigentlich ganz lustig aus, aber naja. Muss man nicht haben. So. Die lassen wir alle links liegen. Außer den da. Komm mal ran. Ich laufe halt hier lang wegen den Kisten, ne? Wenn ich diese Kisten haben möchte. Ach komm, steh ab. So. Hier im Gang ist auch noch einer. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ach. Hab ich dich erwischt bei irgendwas, ja? Und dann sieht man hier, da haben wir einmal die Formel und da ist die Anleitung. Da werden wir dann gleich auch nochmal reinlaufen. So, die nächste Wache. Die kommt uns wahrscheinlich gleich hier oben entgegen. Ich meine, wir haben noch Kisten übrig, aber der Hof ist auch noch groß. Da kann uns immer noch einiges entgegenkommen. Auf unbefugtes Betreten steht der Tod! Ja. Übrigens, die Arbeiter, die hören manchmal. Also nur die anderen, genau, die kriegen dann Angst und dann verschwinden die. Das heißt, man tötet die quasi nicht. Finde ich auch ganz gut. Muss man nicht alles töten. So, was haben wir hier? Nix. So, da steht noch einer. Ich glaube, den holen wir uns mal eben. Und die sowieso mit dem Pferd hier lang guckt. Ah, zum nächsten auch noch. Jawoll. So. Da haben wir 15. Jetzt müssen wir da hinten hin. Weil wir brauchen den Schmied. Komm her, du. Dann brauchen wir gleich noch die Anleitung und dann sind wir schon fertig. Die halten wir immer so viel aus, ne? Questbox. Die da sind. Na, der hat ja auch ein bisschen mehr Leben, ne? 129k ist schon ein bisschen
meisten HP, die man runterkriegen muss. Bisher. Meistens ist bisher auch nicht allein. Ich habe auch sehr oft gehabt, dass ich Mobs nicht alleine für mich habe. Oh Gott, fall um. Naja, Hand auflegen hätten wir im Notfall auch noch gehabt. Im Notfall. So, jetzt müssen wir mal gucken. Komme ich an dem vorbei? Ja, ja, red nicht. Ich wollte doch nur an dir vorbei. Warum lässt du mich nicht einfach ziehen? Uschi. Hä? Mann, 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 Mann. Oder? Wie hätte sich das Leid jetzt ersparen können? Hätte sie mich einfach ziehen lassen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wo ist die Kiste? Den habe ich dir jetzt schon wieder getriggert. Wenn die wenigstens rankommen würden. Nein, die bleiben da stehen, wo sie getriggert wurden und ein Steifi brennt. So. Also, die Kiste ist geradeaus. Okay, mal gucken. In dem Gebäude ist die Kiste. Ich glaube, in dem Gebäude ist auch der Typ, den wir töten müssen. Ich glaube es. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube es. So, Nummer 1. Hör mal, Herbert. So, gucken wir mal. Ach, da stand ja einer. Ups. Ja, wenn die nicht so markiert sind, sieht man sie echt mehr, ne? Ja, manchmal ist es doof. So. Ach so, da oben. Da ist die Kiste doch bestimmt. Das war das falsche Fettnäpfchen, Fremdling. Ja, ist ja in Ordnung. Hier müsste irgendwo die Kiste sein. Ach, die steht da drunter. Ach du lieber Gott. Ach, schon wieder du. Hi. Wo ist der Eingang? Ist der auf der Rückseite? Nee, ich glaube, der ist da vorne, ne? Wir klettern einfach drüber rum. Wir gucken gleich mal. Brauchen wir nur noch das eine Ding und dann können wir uns ja aus dem Staub machen. Ah, genau. Hallo. So, ich sehe doch beide, ja? Na gut. So, kann ich dich mal eben... Genau, kann ich. Hör mal. Nun gut, dann gehen wir mal gucken, wo... Ach, die ist da oben. Komme ich hier hoch? Jawohl, hier komme ich hoch. Oh, ab durch die Mitte. So, wo steht sie? Hier steht sie. Ich lebe in den Schatten. So, hier ist einmal das. Schießpulverporschung. Kommt sie aber das und eine Handvoll Chaos haben wir auch erledigt. Oh. So, die nächste Todesfalle. Wir haben diese Mission mit einem Ziel, aber mit nur wenig Planung begonnen. Ich glaube aber, ich sehe, wie sich alles zusammenfügt.
betrachtet nachdenklich den Horizont. Platziert diese Sprengladung drüben am Südwestrand der Stadt, irgendwo, wo sie nicht auffallen. Wir treffen uns dann da drüben wieder. In der Zwischenzeit muss ich ein Pferd finden. Alles klar. Es gibt viel zu tun. Machen wir mal. Ich sollte mir vielleicht vorher ein... So, hier ist die Brücke. Mit denen spielen wir nicht. So, hier müssen wir hin. Guckt es euch an. Hier müssen wir das Dynamit hinbringen. Oder das Schießpulver hinbringen. So. Das ist schon gut versteckt, ne? Hinter den Bäumen. So, jetzt wieder das Wassertierchen. Gucken wir mal kurz, wo unsere Lilien steht. So, laufen wir einmal drumherum. Da vorne steht sie. Hier sind ja Walrösser. Na, wo ist sie? Da ist sie. Hallöchen. Was verlangt ihr? So. Hab ich platziert. So, die Bronnhafenfahrt. Passt gut auf. Denn das hier wird keine 0815 Attentatsmission. Wir beide werden mit diesem Pferd durch Bronnhafen reiten und für einen Tumult sorgen. Ich will, dass jede einzelne Wache, einschließlich dieser Kapitänin, uns verfolgt. Sobald wir sie alle zusammen haben, geht's hinüber zu den Sprengladungen und Lilien Augen weiten sich vor Entzücken. Bumm. So, steigt auf das geschulte Pferd und benutzt es dann, um 10 Wachen von Bronnhafen und Kapitänin Stein zusammenzurufen. Dann führt sie zur südwestlichen Ecke der Stadt. Wenn ihr vom Pferd gestoßen werdet, könnte es tödlich enden und die Mission wird scheitern. Gibt 800 Artefaktmacht für, ne? So, dann springe ich aufs Pferd. Lilien hinten drauf. Und dann wollen wir mal. Müssen wir ein bisschen Randale sorgen. So. Admiral in Stein haben wir auch. Ach, hier ist ja auch noch einer. Hallo. Ruft alle Wachen zusammen. Ja, ich tue es ja schon. So, wir haben jede Menge Wachen. Und die Admiralin. Oh, die Kapitänin. Guck mal, da kommen sie alle mit. Jawohl, kommt. Kommt, kommt. So. Oh, guck mal, wir haben das ganze Dorf am Hintern. Jetzt nur noch das halbe. Für die Horde und bumm. Die Reiter fallen nicht mal vom Pferd, habt ihr gesehen? Die sind nicht mal vom Pferd gefallen. So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Hallöchen. Fasst euch kurz. Ich habe die Explosion bis hierhin gehört. Ich glaube, ich habe sogar ein Stückchen Wache auf meinem Umhang. Möglich? Macht euch nützlich. Gute Arbeit, aber wo ist Lilien? Ach, guck mal, da ist Lilien. Hier, Pestrufer, ich habe den Leichnam geborgen. Ist er unversehrt? Unversehrt genug. Dann ladet ihn in den Wagen. Ihr erweist euch nützlicher als erwartet. Fräulein Voss. So, da liegt die Kapitänin. Stein, ich freue mich schon darauf, euch näher kennenzulernen. Ja, jetzt wird sie auf den Wagen geworfen. Guck mal. Wie stark die auf einmal ist, wa? Sagt der verlassenen Kapitänin. So, Lele.
Ich denke, wir werden jetzt wieder zurück. Genau. Wir werden uns jetzt wieder zurückporten. Wir hätten zwar hier noch einiges an Weltquests zu machen. Aber das... Oh, guck mal, das 290er ist das nicht so wüst. 285. Oh, was ist das hier? Ein 300er Schild. Kriegstreibende Horde. Verdichtetes Sturmsilber. Also wenn wir die machen würden, die geht noch 43 Minuten, würden wir ein Schild bekommen. Aber das wäre dann eher was, wenn wir... Für das nächste Mal. Ich meine, ich bin kein Heiler mit dem hier. Deswegen ist das Schild jetzt auch nicht ganz so wild. Und das, den Stress brauchen wir uns ja dann auch erstmal nicht geben. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich werde mich jetzt wieder zurückmachen und werde dort große Siegel und werde dort erstmal die Quest weitermachen. Ne, wir müssen ja noch zum Hafen runter, damit ihr auch die Story, die restliche Story noch seht. Geht zwar morgen oder ging jetzt am Mittwoch weiter zwar, aber ich warte mal, die Folge hier kommt nicht am Mittwoch, sondern am Freitag. Ja, dann war der Patch schon. Aber ich wollte halt die Story der Reihe nach machen. Das habe ich ja in Legion damals verpasst, weil alles auf einmal kam. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende. Danke euch fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Also bis dahin. Bye, bye.